So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir sitzen hier im Hinterhof. Es ist nämlich noch schönes Wetter, beziehungsweise die Sonne geht gerade weg. Der Schatten kommt. Wir haben eine Karte im Briefkasten gehabt vom Burghof. Burghof in Hildburghausen. Da haben wir schon mal Weihnachtsfeier gemacht, wo die Bedienung einem das ganze Bier auf den Ransen gekippt hat. Das war schön damals. Ja, das kann ja mal passieren, ne? Ich habe nicht mal mehr gewusst, wie ich bezahlen muss. Habe meine Nummer vergessen von der Karte. Das waren Zeiten, da möchte man nicht drüber reden. Burghof hat auf jeden Fall, wir wollen es euch hier mal in der Karte zeigen, internationale Küche, wo Essen Spaß macht, ne? Müsst ihr auch immer lachen beim Essen, dann wart ihr wahrscheinlich beim Burghof. Und jetzt sogar 30% Rabatt auf Selbstabholung. Ihr habt da verschiedene Vorspeisen drin, ist auch Bruschetta dabei, Bruschetta, Wraps, Burger. Die Burger interessieren mich natürlich immer, Salate. Hier haben wir Pizza, einen ganzen Sack voll, Pasta. Wir haben hier deutsche Spezialitäten, verschiedene Schnitzelarten. Ihr habt hier noch Mix-Spezialitäten, da seht ihr ja auch, mit Tofu, Tandoori, Hähnchenbrustfilet, Curry, indische Sachen, thailändische Sachen, Steak, Gerichte auf jeden Fall. Hier auch Rinderfilet, Bombay, scharf, Fischgerichte, Gerichte für Kinder, alles Mögliche. Wir wollen uns heute aber mal die Burger angucken, wollen mal starten, 3 Burger testen, also nicht alle auf einmal, aber heute geht es um den Mexican Chicken Burger mit doppelt Bacon, Barbecue-Sauce, Käse überbacken, Tomate, Gurke, Salat, Zwiebeln, Jalapenos, dazu Pommes und Ketchup. Kostet eigentlich 11,90 Euro, wenn ihr es selber abholt, aber nur 8,33 Euro. Und die Mutter ist da, es ist nämlich wieder Sonntag, die hat sich ein gebratenes Hähnchenschnitzel geholt, paniertes Hähnchenschnitzel mit Schinken und Käse überbacken, an einer Sauce Hollandaise, dazu gebratene Ananasscheibe und Twisterkartoffeln. Statt 15,90 nur 11,13 Euro. Hier ist die Tüte. Da habe ich jetzt hier, bin ich runter, habe das jetzt abgeholt. Ich weiß gar nicht, 31, das müsste auf jeden Fall das Schnitzel sein. Also das gebratene Hähnchenschnitzel, Schinken, Ananas, Käse überbacken, Sauce Hollandaise, Ananasscheiben. Wir machen es mal auf, gucken mal rein, wie das aussieht. So. Okay. Sieht so unscheinbar aus, ist aber halt ein Schnitzel mit Sauce Hollandaise. Die sieht man auf jeden Fall. Man sieht die Ananasscheibe drauf, man sieht den Käse überbacken. Den Schinken kann man auch darunter erkennen. Sieht natürlich jetzt nicht so appetitlich aus, wie wenn ihr das schön auf einem Teller zurecht gemacht habt. Die Twister-Kartoffeln aber dazu. Wer nicht weiß, was Twisters sind, der Frank Rosin wusste es natürlich nicht. Warum auch immer, ich dachte, der ist heftig, der Boss. Das sieht auf jeden Fall aber gut aus. Mit der Sauce Hollandaise, diese Mischung kenne ich zum Beispiel nicht. Ananas und Hollandaise. Dass es Hawaii-Schnitzel oder sowas gibt, hört man ja öfters. Aber das ist dann meistens auch Schwein. Hier habt ihr wirklich Hähnchen mit Ananas, mit Schinken und Käse. Das sieht auf jeden Fall gut aus, das geht mich aber nichts an. Das ist der Mamushka. Das machen wir wieder zu. Stellen das mal kurz hier rüber. Und hier müsste jetzt also der Burger drin sein. 9 mit Twister. Ich habe nämlich noch gesagt, das sind ja Pommes dabei, ob ich statt Pommes auch Twister haben kann. Weil ich finde die einfach knuspriger. Deswegen machen wir den mal auf, wie der aussieht. Da habt ihr hier also jetzt die Twister-Pommes, schön in einem extra Fach. Sind natürlich jetzt ein bisschen matschig, das ist aber normal so. Wenn ihr das, die Wärme, die sich anstaut, macht das ja immer ein bisschen lapprig. Hier habt ihr den Burger auf jeden Fall. Den können wir uns richtig angucken. Ich wollte das extra nämlich heute hier unten filmen, da die Belichtung besser ist. Doppelt Bacon, Barbecue, Käse überbacken, Tomate, Gurke, Salat, Zwiebeln, Jalapenos. Wir machen den mal auf. Wir sehen auf jeden Fall hier Salat. Ihr seht hier dieses crunchy Chickenfleisch mit dieser Pommeskruste. Ihr habt hier schön dicke, fette Zwiebelringe drauf. Ihr habt hier Gurken drauf. Ja, das soll hier Barbecue-Soße sein. Da habt ihr das Grüne von der Tomate drauf. Also an Gemüse geht das auf jeden Fall fit. Ich vermisse nur gerade den Bacon. Hier Jalapenos. Sind ein bisschen spärlich, hätte ich mir eigentlich mehr gewünscht. Aber der Bacon, ich glaube, der Bacon ist das, was genau hier, ich weiß es nicht, liegt der Bacon hier drauf überbacken oder fehlt der Bacon?
So wie das gerade aussieht, kann ich eigentlich gar kein Bacon erkennen. Ich kann das ja mal hier nochmal hochnehmen, den Salat ein Stück abmachen. So, ist das jetzt einfach nur Käse überbacken auf dem Grilldings oder soll das Bacon sein? So dünn ist doch kein Bacon. Sieht für mich aus, als würde doppelt Bacon fehlen. Wenig Jalapenos, leider. Ich meine, es sieht trotzdem appetitlich aus. Gucken nochmal, dass wir auch nichts falsch machen. Doppelt Bacon. Barbecue-Soße war leider auch sehr spärlich. Käse überbacken, okay, das dürfte nur der Käse sein. Auf dem Chickenfleisch, Tomate, Gurke, Salat, Zwiebeln, Jalapenos. Okay, okay, okay. Aber leider, meiner Meinung nach, ohne Bacon, den doppelt Bacon, haben sie, glaube ich, einfach vergessen. Hier auf jeden Fall noch Ketchup drin. Egal, wir stellen das jetzt mal hier vorne hin. Wir wollen das natürlich jetzt mal probieren, wie das schmeckt. Das sieht doch gut aus, das passt wunderbar, dass wir den hier ranziehen, da mal reinbeißen. Zuerst natürlich auch mal die Twister. Und geschmacklich sind die auf jeden Fall noch gut, sind halt weich, aber deswegen muss man sowas auch immer frisch essen, nicht erst durch die Gegend zerren. Ich habe mit Pupsi in letzter Zeit ja auch viele Twister gegessen. Aber die günstigen, die pikanten Twister-Kartoffeln aus dem Rewe, kann ich auch empfehlen. Die sind auf jeden Fall sehr gut, auch immer schön gewürzt und sind günstig. Hätte man gar nicht gedacht von einer Billigmarke, dass man das so gut hinkriegt. Die kommen denen auf jeden Fall nahe. Fehlt aber natürlich jetzt das Bissige, das Knusprige. Aber ist man ja selber schuld, wie gesagt. So. Dann kommen wir zum Herzstück, zum Burger, der wie gesagt sieht gut aus, wirkt aber ein bisschen trocken. Andere Burger, die schwimmen immer so in Soße. Hier habt ihr eigentlich relativ wenig Soße drauf. Ihr habt ja gesehen, wenn man das hochhebt, das soll Barbecue-Soße sein. Ist halt schon im Brötchen direkt alles aufgesaugt. Jetzt fällt die ganze Gurke raus. Hier so fette Gurkenscheiben. Bruder, was da los? Wir beißen trotzdem mal rein. Sieht für mich trocken aus. Barbecue fehlt nicht. Der Bacon fehlt, aber mal gucken. Ich glaube, einen machen wir noch. So, muss leider sagen, bin ein bisschen enttäuscht dafür, dass das ein Mexiko Chicken Burger ist. Dadurch, dass halt nur so ein paar kleine Jalapenos drauf sind, ist der nicht wirklich scharf. Da fehlt also was an Würze. Würde ich sagen, dass der Bacon ganz vergessen wurde. Ihr schmeckt auch keinen. Also ich glaube wirklich, es fehlt einfach der doppelt Bacon. Was sehr schade ist, die Zwiebeln sind sehr präsent, die Gurken sind aber noch präsenter, als ich reingebissen habe. Ich dachte wirklich, ich esse einen Gurkensalat. Die Gurken, die sind so groß da drauf geschnitten, die nehmen eigentlich den ganzen Geschmack weg. Das Chickenfleisch ist sehr trocken. Die Barbecue-Soße war auch sehr spärlich, leider. Und drunter nur ganz leicht aufgetragen, wurde auch sofort aufgesaugt. Schlecht schmeckt es nicht, aber mir fehlt einfach dieser richtige, saftige, fleischige Burger-Geschmack, den man sonst hat bei anderen Sachen. Habe ich auf jeden Fall schon mal besser erlebt, aber egal.
Wir haben ja noch zwei vor uns, vielleicht findet man da noch was Besseres. Ich teste das alles noch aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Also ich muss mich noch mal kurz melden, ich will mich noch mal dazu äußern. Es ist nicht so, dass es nicht geschmeckt hat. Das ganz und gar nicht. Es hat auf jeden Fall sehr gut geschmeckt. Ich habe es eben auch zur Mama noch mal gesagt. Die hatte ja dieses Schnitzel, dieses Hähnchenschnitzel mit dieser Sauce Hollandaise. Sie hat auch gesagt, hat richtig gut geschmeckt. Und ich habe auch gesagt, ich habe bei ihr mal probiert, diese Kombination aus diesem Süßen und mit dieser Sauce Hollandaise, habe ich gesagt, das würde ich auf jeden Fall auch mal so essen und so probieren. Dass der Bacon jetzt vergessen wurde, ist schade, ist aber trotzdem nicht so schlimm, davon geht die Welt nicht unter, dass da ein bisschen zu wenig Soße drauf war. Ist auch nicht so schlimm, ich habe mir oben jetzt noch selber Barbecue-Soße mit dazu gemacht. Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, nachdem ich jetzt fertig war mit dem Essen, oftmals, wenn ich woanders esse, habe ich das, ich muss mir den Rest einfach reinstopfen. Sie hat schon gesagt, ah, das sieht aber nicht so viel aus. Trotzdem ist sie satt geworden. Ich bin satt geworden und muss sagen, ich fühle mich jetzt auch trotzdem noch gut. Nicht wie sonst, dann esst ihr was und danach hängt ihr da und habt voll den Magen und ihr denkt, oh, mir so schlecht, die ganzen Konservierungsstoffe. Aber hier, da war wirklich überall, das war so frisch, das war so lecker, da war so gutes Gemüse dabei. Hat zwar jetzt fast nur noch Gurke geschmeckt, aber trotzdem, das ist wie ein Salat gewesen, so frisch auch mit dem Fleisch dazu. Und Hähnchen ist ja generell einfach ein bisschen trockener. Deswegen, ich bin gespannt, was die nächsten zwei Burger bringen. Denn das ist ja dann Rind, das ist anderes Fleisch, das ist von Natur aus ja sowieso ein bisschen saftiger. Dass da eben zu wenig Soße dran war, zu diesem Chicken, das war halt tödlich. Aber man hat es überlebt, wenn man sich selbst was drauf macht. Wenn man dort im Restaurant gewesen, hätte man sicherlich auch noch was dazu bekommen, wenn man gefragt hätte. Und ihr kennt das ja selber, wenn ihr jetzt einen Burger habt und ihr könnt nicht in die Hand nehmen, weil überall alles rausquillt und die Leute dann sagen beim Fazit, da war mir viel zu viel Soße drauf. Dann beim nächsten Mal machen sie halt weniger Soße drauf, dann kommt der Ramses, kriegt den mit weniger Soße und denkt sich, war mir ein bisschen zu trocken. Jetzt würde man die Rückmeldung an die Küche wiedergeben, war ein bisschen zu wenig Soße und dann machen sie so ein Mittelding drauf und dann würde das vielleicht sogar passen. Also, ich kann leider keine Rückmeldung an die Küche geben in dem Moment, weil wir ja nicht dort essen konnten, aber wir haben es mitgenommen, ich habe mir selbst ein bisschen Soße dazu. Es hat auf jeden Fall geschmeckt. Ich fühle mich nicht überfressen. Ich fühle mich trotzdem satt. Es hat gut geschmeckt. Ich würde es auch nochmal essen auf jeden Fall. Hoffentlich dann mit Double Bacon. Und das war es jetzt aber wirklich von meiner Seite aus. Grüße gehen raus an den Burghof. Schmeckt also auf jeden Fall. Und wir werden die anderen zwei noch testen. Und die Burghof Pizza, die namensgebende Pizza Burghof. Mal gucken, was da drauf ist, wie die schmeckt. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.